Jo, servus. Erstmal vorweg, sorry, dass zurzeit kein Video mehr von mir kam. Das liegt daran, dass ich im Moment wenig Zeit dafür habe und auch selten zu Hause bin. Aber es kommt jetzt bald wieder eine Zeit, da gibt es wieder regelmäßig Videos. Okay, heute geht es mal um das Phänomen der außerkörperlichen Erfahrung. Das ist dann so, als würde man sich außerhalb seines physischen Körpers befinden. Ist man gerade gewollt außerkörperlich, erinnert man sich an seinen Tagesablauf und ist sich auch der, ja, ich sag mal, Anderseitigkeit dieser Situation bewusst. Man kann sich selbst betrachten und sich angeblich von Körper unabhängig von Raum und Zeit entfernen, ohne dabei die geistige Verbindung zum Körper zu verlieren. Man hat ein ausgeprägtes Gefühl der Schwerelosigkeit, Schmerzlosigkeit und Leute berichten von veränderten Wahrnehmungen, wie eine 360-Grad-Umsicht und geistiges Erfühlen können von Gegenständen, aber keinerlei körperliches Erfühlen. Dafür kann man aber mühelos Türen, Gegenstände, Lebewesen, ja, eigentlich alles durchdringen, sag ich mal. Ist man nicht gewollt außerkörperlich geworden, zum Beispiel durch einen Unfall oder plötzlichen Herzstillstand, so liest man zumindest, kann es auch passieren, dass man zum Beispiel auf verstorbene Personen, Engel oder nahe Verwandte trifft. Das nennt man dann auch Nahtoderfahrung. Es gibt Menschen, die sowas angeblich regelmäßig und ohne Probleme praktizieren. Sie begeben sich also ständig auf Reisen in andere Welten, sage ich jetzt mal. In Foren und anderen Webseiten bekommt man, jetzt wie bei Klarträumen auch, Anleitungen zu lesen, wie man sowas lernen kann. Es ist also möglich, auf Wanderschaft zu gehen, wenn man bestimmte Techniken anwendet. Aber es soll auch durch Übermüdung, Meditation, sowie in Trance oder angeblich auch in Ekstase möglich sein. Ja, jetzt meine Frage an euch. Hattet ihr schon mal eine außerkörperliche Erfahrung? Glaubt ihr daran? Oder sagt ihr, ich bin jeden Tag außerkörperlich, von früh bis abends? Nee, Spaß. Oder sagt ihr, ach, völliger Bullshit? Ja, schreibt es in den Kommentaren, das würde mich interessieren. Also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao.